Hallo bei Björn spielt an. Heute möchte ich euch das Spiel Bandido vorstellen, ein kleines Kartenspiel aus dem Hause Helvetik für 1 bis 4 Spieler. Das Ganze ist ein kooperatives Kartenspiel und wir müssen versuchen, Bandido an seiner Flucht zu hindern. Jeder Spieler bekommt 3 Karten auf die Hand und darf sie sich natürlich angucken. Bandido hat sich 5 Fluchttunnel gegraben und unsere Aufgabe ist es, diese 5 Tunnel zu verschließen. Wenn ich an der Reihe bin, suche ich mir einfach eine meiner Karten aus und lege sie passend an. Diese Karte könnte ich zum Beispiel hier hinlegen. Ich könnte sie allerdings auch so anlegen oder halt wie ich möchte. Sie muss halt immer nur passend angelegt werden. Dann ziehe ich eine Karte nach. Hier könnte ich zum Beispiel diesen Weg schon schön zumachen. Und dann ziehe ich wieder eine Karte. Diese Karte lege ich einfach mal hier so hin und ich ziehe wieder eine Karte nach. Dann lege ich diese Karte einfach mal hier hin. Und ich kann natürlich nur Karten anlegen, die ich auch wirklich anlegen kann. So zum Beispiel kann ich die Karte, ups, nicht anlegen, weil hier kein Tunnel ist. Aber ich könnte diese Karte zum Beispiel so anlegen und könnte diese Karte so anlegen und habe alle Flüchtmöglichkeiten von Bandido eliminiert. Sprich, überall würde ich ihn fangen und damit hätten wir das Spiel gewonnen. Natürlich kann es im Laufe der Partie dazu kommen, dass immer weitere Wege aufgemacht werden und es wird immer schwieriger, die Wege zu verschließen. Das Ganze, wie gesagt, macht man so lange, bis man entweder Bandido an seiner Flucht gehindert hat oder bis alle Karten verbaut sind und er immer noch mindestens eine Fluchtmöglichkeit hat, dann hat man das Spiel zusammen verloren. Ja, das war Bandido. Ich hoffe, die kleine Regelerklärung hat euch gefallen und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!